Wir gehen ins Licht. Da fällt Licht durch eine kleine Öffnung. Moment, ist das ein Schlüsselloch? Das scheint mir fast zu. Wo es ein Schlüsselloch gibt, gibt es doch sicher auch eine Tür. Ach du Schreck. Fast zum... Das ist doch mein Zimmer. Bin ich wieder zu Hause? Zurück in meiner Zeit? Wie sind wir hier hergekommen? Na, wie sind wir hier gekommen? Du träumst, Jerry. Niemand kennt diesen Raum besser als du. Hier existiert er nur vor deinem inneren Auge. Ach so. Ach, was schade. Soll ich dann hier, wenn das alles nur ein Traum ist? Die Wahrheit, die du hier finden wirst. Das Wissen, das du verdrängt hast, ist mehr als real. Wähle deinen Mantel, Jerry. Freut dich doch schon. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Jerry will wohl nicht. Jerry, ich will keinen Mantel wählen. Wo soll ich denn hier einen Mantel finden? Da vorne. In meinem Zimmer gibt es haufenweise cooles Zeug. Aber Mäntel? Hallo? Herr alter Magier? Wo finde ich wohl einen Mantel? Magie, schön und gut. Aber an der Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Tja. Wo finden wir wohl jetzt einen Mantel? Vielleicht im Bücherregal. Das ist, vielleicht können wir da mal nachgucken. Oder hier in der Schultasche, in der leeren Schultasche. Vielleicht versteckt sich ja da dort ein Mantel drin. Da, hinter der Tür. Hinter der Schiebetür. Hier hinter dem Plakat, hinter dem Poster versteckt. Tja. Das ist mein Schrank. Aber wie konnte ich denn durch einen Schrank hierher kommen? Vielleicht wurde der Schrank aus dem Holz eines Portalbaumes geschnitzt. Nein, halt. Der Magier sagte, das hier ist alles nur ein Traum. Und du warst in Narnia. Ich soll meinen Mantel finden. Also da drin ist mein Mantel schon mal nicht. Viele Mäntel, aber nicht meiner. Ach was. Vielleicht hinter der Schiebetür. Okay. Nicht deiner. Okay. Müssen wir doch mal im Schulranz nachgucken. Ich habe meine Schultasche immer noch nicht gepackt. Nicht einmal im Traum. Wenn ich nur endlich wieder nach Hause komme, ich würde sie packen. Denkt nicht mal im Traum dran. Schulranz packen. Schreibtisch. Oh, da liegen noch Hausaufgaben. Oh, Schreck. Unser Deutschlehrer will, dass wir über die Sommerferien einen staubtrockenen Roman von Anno Schießmichtot lesen und zusammenfassen. Naja. Morgen Abend habe ich ja auch noch Zeit. Ach. Wahrscheinlich. Ach ja. Immer am letzten Abend noch die Hausaufgaben machen. Es ist Hausaufgaben über die Schulferien. Das ist ganz ehrlich. Hat überhaupt jemand während seiner Schulferien Hausaufgaben gemacht? Also ich bin dann am letzten Abend oder morgens in der Schule vom Banknachbar abschreiben. Einer hat immer die Hausaufgaben gemacht, der andere hat die Banknachbar geschrieben. Ach je. Super interessant. Meine Bücher über Zauberei und Magie. Und ein paar Bücher mit Geschichten über Zauberer, die Verbrechen lösen. Die sind gar nicht schlecht. Modelle an der Zimmerdecke. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die sind die Abenteuer von Jeremias Haselnuss. Ganz genau. Zaubernder Raumkadett. Auch wieder ein paar schöne Anspielungen. Magierposter. Die wirken alle gar nicht mehr so großartig. Meine großen Vorbilder. Das sieht fast aus wie der Zarow, der große Zarow. So ein bisschen erinnert mich das daran. Können wir die Lampe ausschalten? Auch sortierte Bücher. Wissenschaft ist wahre Magie, sagt Mama immer. Selbst wenn es nicht um Zauberei geht. Trotzdem habe ich ihre alten Schulbücher, die sie mir geschenkt hat, auf den Langweiligstapel gelegt. Tja. Kennt ich bin man. Ein Kind. Ich bin schnell gelangweilt. Ja. Der Weltraum. Unendliche Weit. Die gibt's.
Ja. Also da drin, aber nicht... Okay, dein Mantel ist da nicht drin. Müssen uns also eine Mantel suchen. Unter dem Bett. Vielleicht finden wir da einen Mantel. Da ist nichts unter meinem Bett, oder? Boah. Nein, da ist nichts. Mama hatte recht. Kein Monster. Ich frage mich eigentlich immer, ist es eigentlich, wenn man dieses Ganze unter das Bett geguckt, wo man immer nachguckt, ob da ein Monster unter dem Bett ist. Ich hab mich immer gefragt, was machst du eigentlich, wenn da wirklich ein Monster unter dem Bett ist? Das ist also, ich meine, das, ja. Ich meine, was machst du, wenn du wirklich... Spielzeugautos fahren lassen. Und mich immer gefragt, warum echte Autobahnen nicht aus Teppich sind. Ich bin's, das Monster. Hi, wie geht's? Willst du einen Keks? Brettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte! Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird sicher fantastisch. Ob die Krokodilsmenschen nun wirklich London angreifen werden? Tja, das eine ist es immer für das Kind, dann wird es nachzugucken, das andere. Dann sitzt da tatsächlich so ein Echsenmensch unter dem Bett. Hi. Ich glaube, ich höre den Fernseher im Wohnzimmer. Ob Mama da ist? Die ist so. Ach was, wenn das hier nur ein Traum ist. Dann ist Mama ganz woanders und wartet auf mich. Also kommen wir hier noch nicht raus. Tja, Fenster. Draußen ist es dunkel. Oh, hat sich da draußen etwas bewegt? Für einen Moment sah es so aus, als ob da ein Schatten am Fenster vorbeihuscht. Oh, weil. Vielleicht war das nur meine Einbildung. Früher hatte ich immer Angst, dass Außerirdische mit großen mandelförmigen Augen in mein Fenster glotzen. Und mich mitnehmen. Zu viel Fernsehen, sagt Mama immer. Kenne ich, kommt mir bekannt vor. Aber ja. Zu viel Fernsehen, das ist ja. Als Kind hat man solche Sendungen noch nie geguckt. Ich liebe Sachen, die im Dunkeln leuchten. Da wird mir immer warm ums Herz. Kommt mir eigentlich relativ viel bekannt vor. Ach ja. Regal, können wir hier vielleicht... Brettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte! Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird... Okay, ich glaube, das hatten wir schon mal. Tja... Den Trick versperren können wir nicht anfassen, oder? Nee. Wollen wir gar nicht. Tja. Jetzt sehe ich nichts mehr. Vielleicht war das nur meine Einbildung. Früher hatte ich immer Angst und ja. Mich mit zu viel fern. Angst vor Aliens. Die ist zu. Kann man die irgendwie aufmachen? Ein Pinsel? Da muss kein klebriger... Sicher. Das klappt so nicht. Sicher, dass man nicht zurück also in den Wandschrank kommt. Da drin ist mein Mantel. Viele, aber nicht. Viele Mäntel, aber nicht dein Mantel. Vielleicht. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zaroff. Ja. Vielleicht mit dem Fenster. Nein. Ja. Durch die Münze gucken. Okay. Hier haben wir noch Aktionsmöglichkeiten. Ach, das ist nur das Fenster. Leere Schultasche. Wo habe ich noch nicht mit interagiert? Tja. Habe ich eigentlich schon mit einem... Sterne, die im Dunkeln leuchten. Tja. Tja.
Das hatten wir auch schon. Unendliche Weiten. Hatten wir auch schon zweimal. Dies sind die Abenteuer von Jeremias Haselnuss, zaubernder Raumkadett. Tja. Können wir hier irgendwie... Ja, mir fällt auch nichts mehr ein. Kaffee hilft da nicht. Das hatte ich befürchtet. Aber wir haben hier nichts, was uns irgendwie raushelfen könnte. Glocke mit Fenster. Da passe ich besser gut drauf auf. Tja. Fenster. Schultasche. Da passe ich besser gut drauf auf. Ist richtig. Tja. Ich ein Buch lesen. Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Tja, du verlierst aber gerade jede Menge Zeit. Der Teppich. Der Schrank, das Regal. Ecke des Teppichs. Aha. Als ob. Luke. Lagernische. Stimmt ja. Natürlich. Hier gibt es noch eine Lagernische. Mama sagt, hier sollte ursprünglich eine zweite Kellertreppe rein. Jetzt stehen hier nur ein paar verstaubte Kartons. Na holla. Verstaubte Kartons. Sag ich ja. Da ist bestimmt nur altes Zeugs drin. Ja, vielleicht können wir davon eins. Kann man da was mitnehmen? Ist das? Ein Mantel. Eine alte Lederjacke. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber irgendetwas sagt mir. Ja! Ist das dein Mantel? Ich kenne sie. Wähle deinen Mantel, Jerry. Das ist meine Jacke. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Aber ich will. Dieses Gewand gehört zu mir. Ich will das hübsche Blaue aus dem Schrank. Ach Mann. Aber die alte Lederjacke. Meine Jacke. Sie ist fort. Es war nur ein Traum. Doch ach, du hast Mensch. Gewählt. Du bist ein Baumläufer. Maria. Aber dieser Mantel, er. Du beginnst dich zu erinnern. Wem gehörte dieser Mantel, Jerry? Oh, ich wollte den blauen. Ich. Es ist. Wie in meinen Erinnerungen. Verdammt. Da ist jemand. Ich habe ihn auch an den Portalbäumen gesehen. Er hat mich gerufen. Wer war das? Ich. Sieh dir diese Karte an. Mein Vater. Es ist mein Vater. Oh nein, wie konnte ich ihn vergessen? Wo ist er? Herr Haselnuss. Senior. Ich habe es gesehen. Etwas ist in deine Welt eingetreten, Jerry. Hat nach einem Anfang gesucht. Doch als es in eure Welt kam, musste etwas anderes gehen. Dein Vater wurde aus eurer Welt. Der Hase. Und sogar aus der Erinnerung seiner Familie. Oh nein! Wo ist er jetzt? Er irrt im Raum zwischen den Welten umher. Dort, wo die Grenzen verwischen, an den Portalen. Ach du Schreck. Kannst du seine Existenz spüren? Es gibt nur einen Weg, ihm zu helfen. Nur einen Weg. Viel Glück. Ich hoffe, seine Geschichte hat ein gutes Ende. Ist der Hase schuld daran, dass wir unseren Vater verloren haben? Oh. Die Halle der Schüler. Die Halle der Schüler? Was machen wir hier? Wir müssen zur Lichtung des ersten Baumes vordringen. Zur Lichtung des ersten Baumes? Die Zeichen waren offensichtlich. Doch ich habe sie viel zu lange übersehen. Welche Zeichen? Die Poster. Die Ex. Ein Bann wurde über den ersten Baum verhängt. Ein verbotener Zauber,
der sich in alle Portalwelten verbreitet. Die Poster? Stimmt. Davon habe ich doch auch noch einen. Ich war besessen von der Idee, den großen Zarov zu sehen. Aber niemand wusste, wo er ist. Er muss auf der Lichtung des ersten Baumes einen Bannspruch gewirkt haben. Über die Vereinnahmung des ersten Baumes hat sich Zarov zu einer alternativlosen Idee gemacht, die sich wie ein Virus verbreitet. Das Echsenkonsortium hat diese alternativlose Idee den Wahn der Bewohner von Mauswald. Und nun zieht er sie in ihren Träumen auf die Lichtung des ersten Baumes. Der Marquis wusste davon. Das war also die Gefahr, von der er gesprochen hat. Aber warum ist er verschwunden? Wir müssen den Bann des Zarov brechen. Nur dann können wir die Bewohner der Portalwelten retten und das Gleichgewicht wiederherstellen. Nur dann wird dich dein Portal nach Hause führen können. Nur dann wird dein Vater seinen Weg zurück in deine Welt finden. Was muss ich tun? Aber ich hab's ja. Das Gemälde. Die Halle bestätigt, was ich schon lange weiß. Du bist ein wahrer Baumläufer. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. In dieser Halle ist ein Tonträger versteckt. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren. Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzudringen. Ich hoffe, wir werden uns dort treffen. Okay. Ich wünsche Glück. Aber ich hab's ja. Geh nicht, ich hab hier eine. Ich hab hier doch einen dieser. Bevor es. Verdammt. Ich hab doch ein Plakat hier mit. Ich hab doch hier. Plakat im Poster im Inventar. Hier. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen. Vielleicht kann das weiterhelfen. Ach du Schande. Nicht alle auf einmal. Ugh, irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Das würde ich gerne mal wissen. Der sieht so ein bisschen wie Jerry Hazelnuss aus. Könnte das der Vater sein? Der Marquis und der Vater von Jerry. Das könnte zumindest logisch. Das könnte hinhauen. Okay, Metallfassung. Vielleicht. Ui. Ein Blatt. So ein Blatt haben wir auch. Hier. Ach was. Das muss der Tonträger sein, von dem der Magier gesprochen hat. Und wo finde ich jetzt das fünfte Portal? Tonträger. Aha. Na, lass mich raten. Wo das fünfte Portal sein wird. Ich muss das Portal zur Lichtung des ersten Baumes öffnen. Ja, großer alter Baumstumpf, worüber wir uns schon die ganze Zeit gerätselt haben hier. Die ganze Zeit im Spiel, immer wenn wir hier vorbeigelaufen sind, habe ich mir gedacht, der Baum kann doch, der muss doch irgendwas bedeuten. Ja, es ist ein bisschen, ja. Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Ist das nicht offensichtlich? Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Wir können auch bestimmt... Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest, keine Ahnung. Vielleicht können wir ja jetzt den wunderlichen Tonträger... Hier. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Wäre ein Versuch wert. Ui, er fängt an, in der Hand zu vibrieren und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Na, das wirkt doch. Das zeigt doch Wirkung. Nur ein hohler Baumstumpf, nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der
Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Hasenuss. Das habe ich schon gemacht. Okay. Hast ihn aktiviert. Aber jetzt... wohl kein... Okay. Also nicht hier lang. In den Wald. Okay. Tja. Jetzt sind wir wieder im Mauswald. Und wir sind am Schlafen. Beim großen Zaruf. Oh, weg. Oh, hier Kristallstück. Vielleicht, ja. Vielleicht. Es könnte funktionieren. Natürlich. Die Statue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Ach du Schande. Das Greifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Bernstein. Ich besser mit. Die arme Statue. Was? Was für eine seltsame Statue. Ah, okay. Da haben wir jetzt den Bernstein bekommen. Müssen wir jetzt die ganzen Steine aus den Kristallen befreien. Ach du heilige Wurst. Das kann jetzt dauern, bis wir das gefunden haben. Und wo die überall... Wir haben doch überall so einen Stein gefunden. Ich kann halt auch nicht reden. Es ist wie üblich. Die waren doch überall und nirgends. Die Kristallstatuen. Hier drüben bei dem... Bei Maus und so. Bei Kirchenmaus und so. Hier war noch eine. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt hier... Zack. Merkwürdige Kristallstatue. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das klirrt und klimpert aber. Das nehme ich besser mit. Noch ein Bernstein. Aha. Okay. Okay, wo finden wir hier noch weitere Statuen? Das Tor ist wieder verschlossen. Verschlossen? Okay, hier war glaube ich keine. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube am Anfang stand noch eine. Und ich bin nicht komplett irre. Aber die letzte? Eins, zwei, jetzt haben wir zwei Hände oder was? Da passt der nicht. Kristallstatuen. Eine war jetzt hier bei dem Maus. Bei dem Mäuserich. Ich kann heute. Ich bin heute irgendwie komplett durcheinander. Waldkreuzung. Ja, hier im Portalbaum am Anfang. Tot schien eine zu sein. Ich glaube, so hatte ich das richtig in Erinnerung. Aber wo können wir denn noch? Wo können wir die letzten paar? Wie viele brauchen wir? Brauchen wir? Hier, ja, genau, hier ist eine. Ja, das können gar nicht viele sein. Nee, jetzt nicht die. Ja.
Aber wo kriegen wir noch so eine Statue her oder waren es jetzt? Oder waren das jetzt drei? Alle guten Dinge sind es drei. Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portal. Okay. Das nehme ich besser mit. Und dann bildet er sich wieder. Baut sich wieder selbst zusammen. Aha. Ein Herzbernstein, zwei Handbernstein. Jetzt brauchen wir noch ein Herz oder was? Wo haben wir noch sowas gesehen? Grübel. Kopfkratz. Kopfkratz-Bartkratz. Beim Maulwurf dort hinten war einer, aber die haben wir schon. Beim Maulwurf in der Radiostation, die haben wir schon gelöst. Gepilzt nach oben, da haben wir noch nicht nachgeguckt. Da haben wir noch nicht nachgeguckt beim Mückenkloster. Ja, natürlich. Was auch sonst? Merkwürdige Kristallstatue. Aha. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh. Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Na dann, Bernstein. Ich nehme besser mit. Ein Auge? Sag nicht, wir müssen jetzt hier noch zweites Herz. Zwei Auge finden. Zwei Herzen, zwei Hände, zwei Augen oder. Wo finden wir jetzt noch weitere Statuen? So großes Maus weiß ich nicht. Goldenes Posthorn. Man nimmt Plato, wo denn? Der ist scheinbar noch nicht im tiefen Schlaf gefallen. Gut. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Habe ich mitbekommen. Es passierte, nachdem sie mit dem seltsamen Fremden gesprochen haben. Brücke zuerst auf dem Kaltwasserbach. Es war ein Mensch, aber es war statt Ton. Was? Pass auf dich auf, Jerry. Okay. Willenor, da waren wir schon. Dich auch einschlafen lassen. Fahrtbaumwäldchen. Dunkle Welt. Kältebaum, das war das Mückenkloster. Oder was? Die meisten der Bewohner von Mauswald. Ich glaube, da wollen wir hin. Halt dich fest, Jerry. Die meisten Bewohner von Mauswald. Auf geht's, Jerry. Ja. Genau hier. Ja, vielleicht jetzt. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind geht durch den hohen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Ja. Nutzen wir es. Da passt er nicht. Aha, vielleicht passt er hier hinein. Da passt er nicht. Da passt er nicht. Da passt er nicht. Aha. Da passt denn. Wo passt er denn dann? Wo passt die Bernstein? Ja, hier. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Theoretisch. Keine Ahnung, was das ist. Hm.
Kombiniere Stein. Da passt der nicht. Kombiniere Stein mit Baum. Da passt der nicht. Da passt der nicht. Tja. Da passt der nicht. Loch im großen einen Baumstumpf. Da passt der nicht. Ach was. Perfekt. Da passt der nicht. Nein. Nur an die richtige Stelle platzieren. Ich klicke die ganze Zeit hier auf den Baum rum und da passt doch nicht. Sehr gut. Ist klar. Das letzte Steinchen zum Portal. Sehr gut. Passt. So, das war's. Eine Tür. Das Eine muss Tür. Der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Aber ich habe keinen Schlüssel. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald.